Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem 12-minütigen Ganzkörper-Workout. Wenn du dich für dieses Workout gezielt aufwärmen möchtest, findest du in der Videobeschreibung ein 10-minütiges Warm-up. Du brauchst für dieses Workout keine Matte, lediglich ein Sportoutfit, in dem du dich wohlfühlst. Wir starten mit der ersten Übung Toe-Tap. Positionier dich einfach in einem breiten Stand und versuch mit deinen Fingern deine Zehenspitzen diagonal zu berühren. Und los geht's. 12 Minuten nur für die, 12 Minuten Zeit für deinen Körper. Genieße es, hab Spaß dabei und wie immer gilt dein Körper, deine Geschwindigkeit. Und komm schon. Halfway there. Sehr gut, noch 10 Sekunden. Perfekt. 40 Sekunden Pause, bis es weitergeht. 20 Sekunden Pause, bis es weitergeht mit dem Skater. Super Übung fürs Herz-Kreislauf-System. Acht darauf, dass du wirklich schöne Balance beibehaltest und immer schön diagonal mit dem jeweiligen Fuß nach hinten steppen. Arme mitnehmen. 3, 2, 1. Und los geht's. Halfway there. Wir haben nur 10 Sekunden. Three, two, one, rest. Sehr gut, durchatmen. Die nächste Übung, Tapping Knee Mountain Climbers. Positioniere die auf dem Boden, Handgelenke, Schultern bilden eine gerade Linie und immer diagonal mit der Hand zum jeweiligen Knie kurz antippen und wieder zurück. Po bleibt tief, Spannung im Rumpf. 1, go! Ich weiß, es brennt im Bauch, aber das darf es auch, dafür machen wir das. Halt durch, gib nicht auf, wir sind schon bei der Hälfte. Und komm schon. Sehr gut, und kämpf, wir haben noch 6 Sekunden. 3, 2, 1. Und absetzen, Pause. Nächste Übung, In-and-Out Squat Jumps. Eine mega Übung für deinen kompletten Unterkörper und für den Po. Wir starten mit den Füßen zueinander, mit den Beinen zueinander, hüpfen dann auseinander in eine schöne Kniebeuge und gehen dann wieder zurück. Knie bleiben schön außen, Schulter nach hinten unten ziehen und go! Sehr gut, wir sind schon über der Hälfte. Komm schon, gib nicht auf, denk an dein Ziel, du schaffst es. Und nur 10 Sekunden, komm schon, kämpf, 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 gib nicht auf. 3, 2, 1, rest. Sehr gut, nächste Übung, eine meiner absoluten Lieblingsübungen, Knee-to-Toe-Touch. Wenn dir das Springen zu intensiv ist, dann lass das Springen einfach weg und berühre immer diagonal mit dem Ellbogen dein Knie und dann deinen Fuß. Immer schön wechseln von rechts zu links. One, go! Und los geht's. Komm schon. Halfway there. Und jetzt hol nochmal alles raus. Hol alle Kraft, die du hast, raus. Steck sie rein. Die letzten 13 Sekunden. Komm schon, du schaffst es.
One, rest. Sehr gut. Die nächste Übung, Jump Squat, und zwar nach vorne und dann geh mal langsam von der Position wieder nach hinten und zwar immer schön mit einem wippenden Unterkörper, sodass es richtig schön brennt und die Belastung schön in den Po geht. Versuch nicht in der Streckung zu landen, unbedingt in der Beugung. Jump, in der Beugung landen und langsam wieder nach hinten kommen. Schultern bleiben hinten unten, Haltung bewahren. Ich weiß, die Übung ist mega anstrengend, aber sie ist super effektiv. Sehr gut. Und langsam wieder nach hinten. Halfway there. Und komm schon, wir haben es gleich geschafft. Ich weiß, es brennt. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber wir schaffen das. Gib nicht auf. Und komm schon, power die mit mir aus. 3, 2, 1, rest. Sehr gut. Die nächste Übung, um ein bisschen runterzukommen, Jumping Jacks. Auch da wieder ganz normal, Schultern schön nach hinten unten und Spannung im Bauch. Wir atmen nur kurz durch, bevor es gleich weitergeht. 3, 2, 1, go. Hälfte und neben der ganzen Anstrengung vergiss nicht dabei zu lächeln, hab Spaß dabei und genieße es, dir wirklich bewusst Zeit für dich und für deinen Körper zu nehmen. Das bleibt im Alltag oft aus und deswegen genieße es. Nur 3 Sekunden. 3, 2, 1, rest. Sehr gut. Wir machen weiter mit nach vorne krabbeln, zweimal Plank Check und wieder nach hinten nach oben kommen. Versuch die wirklich langsam zu positionieren, nach unten abzurollen, langsam nach vorne zu krabbeln. Dann die Hände, Handgelenke und Schultern bilden eine gerade Linie. Zweimal jeweils nach außen springen und wieder zurückkrabbeln. Und komm schon, sehr gut. Wenn dir die Übung zu anstrengend wird, dann lass das Springen einfach weg, krabbel nach vorne und krabbel dann wieder langsam nach hinten. 10 Sekunden noch, komm schon! Three, two, one, rest. 20 Sekunden Pause, bevor es weitergeht mit dem Skater. Wir wissen ja schon, wie er funktioniert. Wie immer gilt, dein Körper, deine Geschwindigkeit. Nochmal kurz durchatmen, gleich geht's weiter. 3, 2, 1, go! Und los geht's. Balance halten und find deinen Takt, der sich einfach gut anfühlt. Bleib im Flow, gib nicht auf. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber es darf auch anstrengend sein, denk einfach an deinen Körper. 20 Sekunden. Und wir haben noch 7, 6, sehr gut. Komm schon, Endspurt. Endspurt für diese Übung. 2, 1, rest. Spitze. Wir sind schon bei der Hälfte vom gesamten Workout. Knee-to-Toe-Touch mit einem halben Burpee. Wenn dir der Burpee zu anstrengend ist, lass ihn einfach weg und bleib bei dem Knee-to-Toe-Touch. Three, two, one, go. Und los geht's. Sehr gut. Mit dieser Übung sind es nur 3 Übungen. 3 Übungen für dieses Workout, egal was kommt. Versuch wirklich, deine Geschwindigkeit zu finden und jede Kraft, die du hast, jetzt da reinzustecken. Die komplett auf dein Workout zu konzentrieren. Kopf mal ausschalten und einfach nur genießen. Und komm schon, hol nochmal alles raus. Wir haben nur 5 Sekunden. 3, 2,
Sehr gut, absetzen. Kurz durchatmen. Die nächste Übung sind In-and-Out-Squats. Haben wir vorher schon mal gemacht. Wieder für die Oberschenkel, für den Po. Ja, und eigentlich für den gesamten Körper. Kurz durchatmen noch. 3, 2, 1. Und los geht's. Jump schön, bitte unbedingt in der Beugung, nicht in der Streckung landen, damit dein Knie nicht so belastet wird. Und die Fersen bleiben permanent am Boden. Genau. Vorletzte Übung für dieses Workout. Halfway there. Ich kämpfe genauso wie du. Wir schaffen das. 15 Sekunden noch. Komm schon. Gib nicht auf und go. 10 Sekunden noch. Letzte Übung, Plank Side Jump. Wir positionieren uns mit geraden, durchgestreckten Armen und springen immer zur Seite, einmal nach rechts, einmal nach links in die Hocke und wieder zurück. Letzte Übung für dieses Workout. Hol alles raus, du schaffst es. Und go, die letzten 40 Sekunden. Komm schon, genau, immer schön von rechts nach hinten und wieder nach links. Komm schon, hol alles raus. Jetzt schon, gib nicht auf. Wir sind bei der Hälfte, die letzten 20 Sekunden. Denk an dein Ziel und dann steck nochmal die ganze Kraft rein, die du hast. Ich glaube nie, du schaffst es. 10 Sekunden noch, ich kämpfe. Wir schaffen das gemeinsam. Komm schon. Die letzten. 3, 2, 1. Sehr gut. Gratuliere. Ich bin mega stolz auf dich. Du kannst dich selber feiern. Dieses Workout war wirklich anstrengend. Ich war danach auch fertig. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Darum geht's. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über einen Kommentar, über deinen Abonnieren-Button. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen.